hier in Breisach? 1950, das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Weiß ich nicht, nee. Europa. Da ist über die Frage abgestimmt worden, wollen Sie die Vereinigten Staaten von Europa, ja oder nein? Ohne Europa hätten wir keine 75 Jahre Frieden, das ist ganz klar. Und wir werden auch die Herausforderungen der Zukunft nicht angehen können. Ich sehe eher die Vorteile von Europa. Klar, natürlich ist nicht alles perfekt, aber auch wenn jeder wieder seine Grenzen hätte und jedes Land selbstständig für sich wäre, wäre auch nicht alles perfekt. Und dann würde man sich wieder darüber beschweren. Zurück zum Nationalstaat. Das, wenn man in die Geschichte guckt, hat das nie funktioniert. Das wird auch nicht in Zukunft funktionieren. Sicherlich sollte man auch für Sicherheit sorgen, aber deswegen jetzt zu sagen, okay, wir gehen zurück und machen alle Grenzen dicht und jeder macht sein eigenes Ding, ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Das Wichtigste ist der Erhalt des Friedens, der Erhalt der Toleranz zwischen den Völkern, der Erhalt des, möchte sagen, gemeinsamen Gefühls, dass man hier zugehörig ist zu diesem Europa. Ich finde, Europa hat uns ganz, ganz viel ermöglicht, sowohl wirtschaftlich als auch persönlich, wenn man nur mal bedenkt, wohin wir überall und wie wir problemlos reisen können und auch einfach andere Länder und Kulturen erleben können. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Lebensqualität, die wir ohne Europa nicht hätten. Also für mich ist das Wichtigste eben, dass wir die offenen Grenzen haben. Ich kann mir das ohne Europa gar nicht mehr vorstellen. Ist so schön, man kann überall hin, man hat die gleiche Währung, man braucht keine Pässe mehr. Ist doch super. Wir haben eine große Vertiefung eigentlich schon des Zusammenseins in Europa erreicht und das muss weiterentwickelt werden. Es gibt keine Alternative dazu. Es ist alternativlos. Natürlich, noch mehr Europa, sicher.